Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben das neue Oppo Find X5 Lite 5G hier für euch und kümmern uns heute mal um ein ordentliches Unboxing. Wir packen das Ganze mal aus, zeigen euch den Verpackungsinhalt und wie das Gerät aussieht. Viel Spaß dabei! Ja, wir haben hier mal wieder ein Gerät der Firma Oppo vor uns liegen, und zwar das Find X5 Lite 5G. Von dieser X5-Serie hat Oppo drei Geräte hervorgebracht. Wir haben hier die kleinste Variante, das Lite. Dann gibt es noch das mittlere Find X5 5G, also ohne weiteren Zusatzbegriff. Und die große Variante und auch die teuerste ist das Find X5 Pro 5G. Wir haben es hier mit dem Lite zu tun und gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wir haben hier den Karton und sehen ja ein bisschen Herstellername, ein bisschen Schriftzug vom ja, Gerät, Modellnamen sozusagen. Auf der Oberseite haben wir hier noch ein paar gerätespezifische Informationen. Die E-Mail-Nummern habe ich hier jetzt mal abgeklebt. Wir haben dann hier unseren Farbton, der sich StartRails Blue nennt. Das Ganze gibt es auch noch in der Farbe Sterry Black. Und wir haben hier die Variante in 8 GB, 256 GB, also 8 GB RAM und 256 GB ROM. Die mittlere Variante, das Find X5 5G, ist genauso bestückt und die große Variante hat eben als Unterschied zu den anderen beiden 12 GB RAM. Ja, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. Wir heben hier den Deckel ab, da ist sonst nichts weiter drauf. Wir haben ja hier wieder ein Vorführmodell, deswegen klebt uns dieser Aufkleber da wahrscheinlich noch drauf. Und jetzt haben wir hier innen das schwarze Innenleben, alles echt schlicht schwarz gehalten. Hier vorne steht Oppo einmal so eingraviert. Und dann heben wir hier mal diesen obersten Kasten herunter. Das ist wahrscheinlich noch ein ja, Schächtelchen mit ein bisschen Zubehör. Jawohl, wenn ich das mal raushole, dann haben wir hier einmal eine transparente Schutzhülle. Das ist immer ganz cool, wenn sie die mitliefern. Ist auch immer sinnvoll, sein Smartphone, auch wenn es immer nicht so ganz toll aussieht vielleicht, aber von Anfang an in eine Schutzhülle zu packen und ja, eben um so den nötigen Schutz zu gewährleisten, falls man das Gerät mal irgendwann wieder verkaufen möchte, dann hat man eben auch die Möglichkeit, so von Anfang an für wenig Kratzer zu sorgen. Also überlegt euch das, ob ihr unbedingt das geile Design draußen haben wollt, aber eben die eben Gefahr laufen wollt, dass es viel verkratzt oder das Ganze eben in eine Schutzhülle packt. So, wir haben dann hier noch eine riesengroße Karte für eine ganz kleine Nadel. Das ist die SIM-Nadel, mit der wir den SIM-Kartenschacht rausholen. Und hier ein bisschen Papierkram. Das wird sowas, ja, Garantien und so weiter betreffen. Jawohl, ein Quick-Start-Guide haben wir hier, glaube ich, gar nicht mit enthalten. Nee, muss ja vielleicht auch nicht immer. Und ja, das Ganze lege ich mal wieder beiseite. Es geht weiter im Karton und dann holen wir mal hier das Gerät an sich heraus. Da habe ich im Vorfeld auch hier einmal die E-Mail-Nummer abgeklebt, nicht, dass ihr euch wundert, über den kleinen gelben Zettel. Da gehen wir gleich, machen wir gleich weiter. Wir holen dann mal hier noch diese extra Pappe heraus. Ich kippe das jetzt alles einmal so etwas unvorsichtig heraus. Wir haben dann hier das dicke Netzteil und zwar kann das, glaube ich, 65 Watt liefern. Hier unten steht es, 65 Watt, das ist das Maximum und ja, hat einen USB-A-Anschluss. Ist ein ganz schöner Klopper, aber klar, bei der Ladeleistung, da will man ja auch was in der Hand haben, sag ich mal. Wir haben hier noch so einen kleinen Adapter, das sehe ich jetzt persönlich auch zum ersten Mal. Das ist USB-C auf A, das heißt, ja, ist wahrscheinlich dafür gedacht, wer zu Hause noch irgendwo ein Lade, oder nicht noch, aber wer zu Hause eben ein Ladegerät hat, was nur einen USB-C-Ausgang hat oder vielleicht irgendwie an seinem Rechner das nutzen will. Ansonsten finde ich diese Adapter-Variante zumindest bei mir eher unangebracht. Ich habe viel mehr Ladegeräte, beziehungsweise auch nur Ladegeräte, die einen USB-A-Anschluss haben. Deswegen wäre für mich dieser Adapter jetzt nicht weiter sinnvoll, aber kann ja sein, dass ihr dafür einen Verwendungszweck habt. Und dann haben wir hier das Ladekabel, da sehen wir nämlich auch USB-A auf USB-C. Das heißt, mit diesem Netzteil und diesem Kabel könnt ihr euer Oppo wunderbar aufladen und braucht diesen Adapter auch nicht. Vielleicht, wie gesagt, habt ihr irgendeine Verwendung dafür. Vielleicht auch für irgendein anderes Gerät, das mag ja auch sein. So, jetzt packen wir das Ganze wieder zurück und schauen uns mal das Handy an. Wir haben hier eine Schutzfolie drum zugewickelt, die würde ich dann jetzt als erstes mal abnehmen, damit wir uns das Ganze auch mal in der vollen Optik ansehen können. Das, genau, das kann man, das ist einfach nur so ein Umschlag, den ziehen wir einmal ab, legen ihn beiseite. Ja, und dann fällt hier sehr schnell und auffallend diese, ja, dieses Backcover ins Auge. Wenn ich das mal so im Licht ein bisschen drehe, dann seht ihr auch diese Effekte. Diese Effekte oder diese feine Gravur, die man hier sieht, dieses diesen schrägen Verlauf, das ist dank einer speziellen Technologie, mit der das hergestellt wurde. Das nennt sich LDI, Laser Direct Imaging.
Also ja, sagt Oppo auch eben, dass das erstmals in dieser Technologie entwickelt wurde, das ganze Design. Wir haben dann hinten ja die Kamera, da gehe ich kurz drauf ein. Das ist eine 64 Megapixel Hauptkamera und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera bzw. 2 Megapixel Makrocam. Und auf der Vorderseite, hier oben links in der Ecke im Display, haben wir die Frontkamera, die 32 Megapixel kann. Gut, Kamera haben wir abgehakt. Wir gucken uns mal sonst einmal ringsum alles an. Wir haben auf der rechten Seite die Ein-Ausschalttaste hier mit diesem kleinen grünen Bereich da innen drin, nur so als kleine Auffälligkeit. Auf der Unterseite haben wir eine recht herkömmliche Anordnung, ich halte es mal so rum. Dann sehen wir in der Mitte unseren USB-C-Anschluss, wir haben hier ein Mikrofon, wir haben hier sogar noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss, also für ein gewöhnliches Headset oder vielleicht auch für ein Kabel, falls ihr keine Bluetooth-Anlage nutzt oder Headset, dann könnt ihr eben auch eure Anlage hier eben mit ansteuern mit einem Kabel von 3,5 auf Cinch oder wie auch immer. Dann haben wir hier noch den Lautsprecher, genauso haben wir hier oben dann unsere Hörmuschel und ja, auf der linken Seite sehen wir dann neben den Laut-Leiser-Tasten, die hier nicht als Wippe verbaut sind oder verarbeitet sind, sondern eben separat gehalten. Darüber haben wir dann noch unseren SIM-Karten-Slot mit dem kleinen Loch, wo die SIM-Nadel reingehört, die ich vorhin zeigte. Ja, und das war es im Prinzip. Also eine auffällige Rückseite, eine schöne Rückseite finde ich. Auch eine, die relativ wenig Fingerabdrücke zulässt. Echt cool gemacht. Das Display ist aus Corning Gorilla Glass 5 und ja, AMOLED-Technologie mit 90 Hertz Bildwiederholrate. Das Ganze ist ausgezeichnet als augenfreundlich und wir haben in den Abmessungen hier ein 6,4 Zoll Display. Das sind dann übersetzt 16,33 cm Bildschirmdiagonale und das Ganze im Bildformat 20:9. Die Auflösung, die wir hier haben, sind 2400 auf 1080 Pixel. Die Gesamtabmessungen, wo wir schon bei den Displaymaßen sind, sind in der Länge 160,6 mm. In der Breite haben wir 73,2 und die Dicke sind 7,81 mm. Damit, schätze ich jetzt mal, ist der Hauptkörper gemeint. Dann haben wir halt noch ein bisschen Auftrag durch die Kamera. Das kennt man ja, das ist nochmal so ein Millimeter, anderthalb oder was, den wir dazu rechnen dürfen. Und ja, damit ist eben auch dieses Handy wieder eins, was auf dem Tisch kippelt. Da bin ich ja immer so überhaupt kein Fan von und frage mich immer, warum man das nicht macht, dass man ja die Handys kippelfrei baut. Wenn ihr natürlich nachher eine Schutzhülle drum habt, wenn wir uns die einmal angucken, dann sehen wir eben, dass dann die Kippelei eventuell etwas reduzierter ist, dadurch, dass dieser Rand hier nicht ganz so dick aufträgt. Aber selbst dann, ja, hat man hier so ein kleines Gekippel. Egal, wahrscheinlich nicht dramatisch wichtig oder schlimm. So, dann lasst uns mal das Gerät einschalten. Ich drücke mal hier auf die Ein-Ausschalt-Taste und dann gucken wir mal, was passiert. Ein Vibrationssignal und dann haben wir den Oppo-Schriftzug und Powered by Android. Ich werde jetzt mal in der Zwischenzeit den Tisch einmal ein bisschen höher fahren. Dann können wir uns das Ganze auch etwas genauer angucken. So, an dieser Stelle geht es dann weiter mit der Ersteinrichtung. Die machen wir jetzt natürlich nicht, die machen wir in einem separaten Video. Auf jeden Fall werden wir hier auf Englisch mit Hello begrüßt und über den Fall würde es dann weitergehen. Wir sehen jetzt auch genau, wie das hier oben mit der Kamera gelöst ist in diesem Fall. Also wir haben keine mittig angeordnete Notch, sondern hier einfach nur diesen Auslass für ja, die Frontkamera, die Selfie-Cam. So, was gibt's noch zu sagen? Wir haben hier einen Prozessor verbaut, einen Octa-Core-Prozessor, ein MediaTek Dimensity 900 5G. Das verrät uns schon, dass das Gerät eben auch 5G-fähig ist. Unter anderem ist ja auch auffällig bei den aktuell veröffentlichten Geräten vieler Hersteller, dass die 5 vom 5G-Thema, was ja brandaktuell ist, auch in ihren Produktnamen irgendwo einfließen lassen. Und auch hier bei der Oppo Find X5-Serie, beziehungsweise haben wir hier auf dem Karton auch die große 5. Also das lässt alles so ein bisschen darauf schließen, dass man eben auch hier den neuen Netztypen 5G eben betont. Das Betriebssystem, was Oppo hier über das Basissystem Android 11 stülpt, ist ColorOS 12 und wir können das Gerät mit zwei Nano-SIM-Karten benutzen. Wir haben hier eben ein Dual-SIM-fähiges Gerät. Zusätzlich können wir auch zur Speichererweiterung des internen Speichers eine Micro-SD-Karte mit integrieren. Das Ganze findet sich dann hier oben links in dem SIM-Karten-Slot wieder, den man dann herausnehmen kann. Und was den Akku angeht, so haben wir hier einen 4500 mAh starken Akku. Der hat zwei in Reihe geschaltete Zellen zu je 2250 mAh. Und wir haben eben, wie wir vorhin ja schon gesehen haben, mit dem Netzteil
die Möglichkeit, mit 65 Watt SuperVOOC, wie es bei Oppo heißt, zu laden. Das Ganze ermöglicht dann eine Spielzeit oder Gamingzeit von 2 Stunden, wenn man 5 Minuten geladen hat, beziehungsweise nach 31 Minuten erhält man eben 100% Akkuleistung. So, zu den technischen Dingen habe ich jetzt hoffentlich soweit alles grobe erstmal erwähnt, dass ihr da Bescheid wisst. Hier nochmal ein Rundumblick. Interessant ist jetzt natürlich sicher auch für euch der Unterschied von diesem kleinsten Gerät der X5-Serie hin zum größten Modell dieser Serie, dem X5 Pro 5G. Da sind eben in erster Linie die Unterschiede zum Beispiel, dass wir da kein 90-Hertz-Display haben wie bei diesem, sondern eben ein 120-Hertz-Display. Des Weiteren haben wir, wie ich vorhin schon erwähnt habe, einen 12 GB großen Arbeitsspeicher bei der großen Variante im Vergleich zu dieser 8 GB Variante. Auch der Akku beim großen ist dann natürlich angepasst etwas größer. Das muss man nun nicht unbedingt als Vor- oder Nachteil sehen. Das ist eben eine ganz normale Anpassung auch an den Mehrverbrauch, den ja mehr verbrauchende Energien oder Technologien eben nach sich ziehen. Wir haben auf jeden Fall bei der größeren Variante auch eine vermutlich bessere Cam. Da bin ich jetzt erstmal vorsichtig immer mit meinen Beurteilungen. Auf jeden Fall sind die, allein von den technischen Werten, ist die eben etwas besser ausgestattet. Auch können wir bei der großen Variante den Akku mit 80 Watt anstatt hier mit 65 Watt laden und haben auch das ColorOS 12.1 Betriebssystem bzw. Benutzeroberfläche hier drauf, also auf dem großen unter Android 12 im Vergleich zu hier, wo wir ja das ColorOS 12 auf Android 11 haben. Zusätzlich hat das Find X5 Pro 5G auch noch eine Zertifizierung nach IP68, ist dementsprechend staub- und wassergeschützt. Warum erzähle ich das? Ganz einfach deswegen, weil wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, nämlich zu den Preisen. Und wenn wir uns die einmal anschauen, dann kann man schon stutzen, denn wir haben hier bei diesem Gerät einen Preis von 500 €. Das Ganze bezieht sich aber auf einen Bundle, in dem es dieses Gerät aktuell zu kaufen gibt. Wir haben natürlich hier ein separates Vorführmodell der Firma Oppo, aber wie es im Moment aussieht, ist das Ganze überall immer nur im Bundle erhältlich. Das heißt, ihr bekommt dann Kopfhörer dazu oder ein passendes Cover oder ein Oppo Smartband. Auch die FreeWatch gibt es bei den unterschiedlichen Varianten. Also nicht bei diesen, sondern eben bei den beiden größeren Varianten. Und ja, das X5 Pro 5G ist eben auch, da ist eben auch das Bundle einfach viel größer sozusagen. Wir haben da die Kopfhörer Enco X, wir haben die Free Watch, was ich gerade sagte, dabei und auch ein 50 Watt kabelloses Ladegerät, also sprich so eine Ladematte, ein Wireless Charger und ja, ein passendes Cover. Und hier eben im Vergleich haben wir keine Watch und auch nicht dieses kabellose Ladegerät dabei. Und so kommt eben beim Großen unter anderem auch neben der ganzen technischen besseren Ausstattung ein viel höherer Preis zustande, nämlich knapp 1.300 € im Vergleich zu hier 500 €. Das ist schon ein ganz schöner Batzen Unterschied, das sind 800 € Differenz und das Mittlere liegt dann dazwischen bei 1.000 €. Und da darf dann eben natürlich jeder wieder selber entscheiden, welches denn für ihn das Passende ist. Wer natürlich die Vorteile oder die Unterschiede zum X5 Pro 5G habe ich gerade vorgetragen. Wer da natürlich Mehrwert drauf legt auf eine besondere Kamera oder auf das neue Betriebssystem oder so, der wird dann wahrscheinlich, wenn ihn der Preis auch nicht so stört, das Große wählen. Aber ganz ehrlich, bei über doppelt so teuer muss man schon überlegen, ob einem nicht vielleicht auch dieses Gerät reichen kann. Ist halt jedermanns Sache. In meinem Fall bin ich nicht so Fan von diesen mega überteuerten Geräten. Das ist meines Erachtens echt eine Nummer zu viel in manchen Bereichen, zumal die Mittelklasse-Geräte, zu denen ich das hier zählen würde, ein gutes Mittelklasse-Gerät, die sind heute auch so weit ausgestattet, dass man da eigentlich dass da keine Wünsche offen bleiben, würde ich sagen. Wir haben ja auch Fingerabdruck, Face-ID oder Gesichtserkennung, all diesen ganzen Schnickschnack, 1000 Funktionen, die Kameras bieten und so weiter. Und ja, ganz ehrlich, schlecht sind die Bilder auch nicht, die diese Kamera machen wird. Dementsprechend, entscheidet für euch selbst. Wie gesagt, dieses Handy gibt es in den beiden Farbtönen Starry Black und Startrails Blue. Nochmal, wir haben diese Startrails Blue. Das Ganze ist eben so ein bisschen von Meteoritenschauern inspiriert, eben auch diese Farbnamen und auch die Optik. Ja, kann man so ein bisschen damit, sag ich mal, vergleichen. Und ja, das war es jetzt erstmal von mir zum
Unboxing vom Oppo Find X5 Lite 5G. Ich hoffe, das war für euch soweit erstmal interessant und hat euch gefallen. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Dann sehen wir uns auch in den nächsten Videos. Hier geht es dann, wie schon angedeutet, mit der Ersteinrichtung weiter. Und ja, vielleicht sehen wir uns da ja auch. Bis dahin, ciao!